Hallo, liebe YouTube-Freunde, hier ist wieder der Mr. Ricci, wieder mit einem Fazit, und zwar heute von einem BMW 318er i 140 PS mit circa, falsches Dings, das, wie man sieht, genau 130.000 Kilometer auf der Uhr. Liter. Auf 100 Kilometer im Durchschnitt braucht dieser Wagen. Baujahr 2015. Fazit, wie man sieht, die Sitze noch wie am ersten Tag. Also BMW ist schon eine andere Qualität wie Dacia. Das muss man schon sagen. Ja. Also das Leder, das Lenkrad, alles noch gut benannt. Schauen wir mal die Schwäler. Steigen wir aus. Also von Rost. Keine Spur. Gummis. Alle noch gut. Hinten. Hintere Sitzbank. Wie neu. Wird auch wenig benutzt. Die Kanten. So wie man hier sieht, auch unter dem Plastik, kein Rost, die Bremsscheiben sind ein bisschen, aber nur außen, das Eisen. Die Reifen, Winterreifen, ja, am 15. April in Österreich ist ja mit den Winterreifen vorbei, da kann man die Sommerreifen gesetzlich montieren. Hier der 140 PS Motor, also läuft noch keine Reparatur. So rostmäßig irgendwas, also ich habe nichts gefunden. Auch nichts Ölen drunter und irgendwas. Dieser Wagen wurde 2021 gekauft und kostete noch 18.000 Euro. Die Scheiben. Hier auch ein bisschen Rost. Wenn man da drunter hinunterschaut, schauen wir mal auf den Unterboden zu den Achsen. Ja, das typische, noch der erste Auspuff. Auch noch gut, Differential ölt nicht. Da. Also Achsen leicht angerostet, aber das ist bei nach 9 Jahren ist das so. Kofferraum. Schöner Kofferraum. Geht automatisch auf. Also Fazit zu diesem Wagen, einwandfrei, kann man nichts sagen. BMW, gute Qualität. Also mit diesem Auto hat der Besitzer Glück gehabt, beziehungsweise wenig Reparaturen und ist zufrieden mit der Ausstattung. Also, das war's wieder von Mr. Ricci. Bis zum nächsten Mal oder beziehungsweise bis zum nächsten Auto.